Jetzt wird Christoph Metzelder der Prozess gemacht. Heute veröffentlichte das Amtsgericht Düsseldorf folgende Pressemitteilung dazu. Konkret heißt es, der Ex-Fußballprofi wird angeklagt, wegen des Unternehmens einer anderen Person Besitz an kinderpornografischen Schriften zu verschaffen, in 29 Fällen, und Besitzes kinderpornografischer und jugendpornografischer Schriften in einem weiteren Fall. Zwischen dem 9. Juli und dem 1. September 2019 soll Metzelder über WhatsApp einer Zeugin 10, einer zweiten Zeugin 16 Bild- und 2 Videodateien sowie einer dritten Zeugin eine Bilddatei mit kinderpornografischem Inhalt gesendet haben. Außerdem haben Ermittler nach eigenen Angaben auf dem Handy des Ex-Nationalspielers 297 Kinder- und Jugendpornodateien gefunden. Ein Prozesstermin steht auch schon fest. Es ist der 29. April, Amtsgericht Düsseldorf, Uhrzeit 9.30 Uhr. Anfang September 2019 hatten LKA-Fahnder Metzelder beim Trainerlehrgang an der Sportschule Hennef abgefangen, um Durchsuchungsbeschlüsse zu vollstrecken. Sie durchsuchten unter anderem sein Haus in Düsseldorf, stellten dort Computer und Laptop sicher. Metzelder blieb nach der Durchsuchung auf freiem Fuß. Laut Mitteilung des Amtsgerichts Düsseldorf bestreitet Metzelder die Vorwürfe. Im Ermittlungsverfahren hatte er sich allerdings durch seinen Anwalt als geständig eingelassen. Insgesamt hat das Amtsgericht 3 Prozesstermine angesetzt. Für Metzelder gilt bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in dem Strafverfahren die Unschuldsvermutung.